Hier zeige ich euch einen schönen Drehschimmelanhänger. Was jetzt hier ist von Camera, oder wie man das ausspricht, keine Ahnung. Ist halt der Kies gehalten, oben eine gelbe Plane drüber, Drehschimmel, wie gesagt. Wenn man hier schon fährt, das funktioniert auch soweit wunderbar. Zack. Das Volumen sollte 20 Kubikmeter betragen. Mit der Taste Nummer 7 kann man die Plane öffnen, komplett entfernen, wieder dran tun und wieder schließen. Also es gibt drei Varianten, man sieht ja auch schön, die Plane wird auch schön eingehängt hier in den ganzen Laschen. Wenn ich das hindrücken, ist das wieder weg. Und hier hat man auch noch einen Spanngurt, der verschwindet dann. Coole Sache, gefällt mir sehr. Mal kurz den Shop zeigen. Hier hat man eine schön verstärkte Rippen vorne, bla 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 bla. Hier Kapazität hat man 16.000 Kilogramm. Ein Volumen steht laut Internet 20 Kubik. Naja, egal. Wartungsarbeit, also Wartung kostet 50 € pro Tag. Ja, schöne Summe. Also von Camera, wie gesagt, 14.000 €. Wem es gefällt, der soll ihn laden. Wem es nicht gefällt, der soll es lassen. Und ich denke mal, wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung. Da zeige ich euch weitere Mods. Schaut auf meinen YouTube-Kanal oder Facebook. Da findet ihr immer wieder Videos von mir. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Mod und wir sehen uns. Ciao, Leute.